Eine ganze Stadt war vor 50 Jahren auf den Beinen, als eine 11-jährige Schülerin hier in unmittelbarer Nähe des Nikolaifriedhofs Görlitz spurlos verschwunden war. Blicken Sie mit uns gemeinsam zurück auf ein spannendes Kapitel Kriminalgeschichte in einer neuen Folge von Die Spur der Täter. Sommer 1965 in Görlitz. Die großen Ferien haben begonnen, auch für Roswitha B. Das Mädchen wohnt mit seinen Eltern in der Finstertorstraße, direkt am alten Nikolaifriedhof. Heute will Roswitha Flaschen und Zeitungen sammeln, ein wenig Geld dazu verdienen, denn die Familie ist auch für DDR-Verhältnisse arm. Die Mutter geht putzen, ihr Vater ist Kesselreiniger. Die Elfjährige ist ein aufgeschlossenes Kind, das schnell Vertrauen fasst, auch zu Erwachsenen. Hallo, Roswitha, bist du wieder fleißig? Ja, aber ich muss jetzt weiter beim alten Mann Zeitung abholen. Ruhiges Mädel, ja. So nett, so, ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Zierlich und, ja. Und also. Haben Sie bitte Zeitung? Ich habe nie einmal gehört, dass die hat irgendwie anders. Die war immer nett. Ja. Man musste sie gerne haben, das Mädel. Fast täglich ist Roswitha in den Ferien unterwegs. Normalerweise hat sie eine feste Route. Doch in den Ferien sind viele ihrer Stammkunden nicht da. Heute hat sie deshalb ein neues Ziel. Ein Mann hat ihr einen Stapel Zeitungen versprochen. Deshalb klopft sie an diesem 20. Juli 1965 an die Tür von Kuno P. Rein. Es ist gerade 9 Uhr morgens. Ein Tag später. Ich möchte meine Tochter als vermisst melden. Wo wollte Ihre Tochter gestern Vormittag hin? Sie wollte Altstoffe sammeln. Sie geht immer in der Nachbarschaft Altstoffe sammeln. Und hat am Abend zuvor noch gesagt, dass sie zu einem alten Mann möchte. Aber wer das ist, das hat sie uns nicht gesagt. Der Beamte nimmt die Vermisstenanzeige auf und hat natürlich noch viele Fragen an Roswithas Vater. Haben Sie schon etwas unternommen, um Ihre Tochter zu suchen? Ja, wir waren gestern Abend mit meinem Sohn in der Nachbarschaft überall die Häuser abklappern, aber ohne Ergebnis. Hallo? Die Eltern haben noch immer die Hoffnung, dass Roswitha bei einer Freundin oder bei Verwandten übernachtet. Doch die zerschlägt sich schnell. Im neuen Deutschland wird jetzt offiziell nach dem verschwundenen Mädchen gesucht. Und es werden Handzettel verteilt und Aushänge angeschlagen. Für die Schülerin Roswitha, 11 Jahre alt, vermisst. Ja, die kenne ich. Ja, 1,40 Meter groß, dunkelblondes, glattes Haar. Das war doch immer das nette Mädchen, ein bisschen schüchtern. In solchen Fällen wird ja im Volkspolizeikreisamt damals ein Einsatzstab gegründet. Und ich weiß jetzt nie, wie viele Tage nach der Vermisstenmeldung, aber meines Erachtens ging das gleich am zweiten, dritten Tage nach der Vermisstenmeldung los. Auf dem Volkspolizeikreisamt Görlitz findet kurz darauf eine Zeugenvernehmung nach der anderen statt. Angehörige, Nachbarn, Klassenkameraden werden befragt. Doch niemand weiß, wo Roswitha sein könnte oder hat eine Ahnung, warum das Mädchen wie vom Erdboden verschluckt ist. Die letzte, die die Elfjährige am Morgen des 20. Juli gesehen hat, ist eine Anwohnerin. Sie erinnert sich genau, wie Roswitha zuletzt in den Obersteinweg abgebogen ist. Dann verliert sich die Spur. 50 Jahre später treffen wir Ulrike, Roswithas kleine Schwester. Sie war 3 Monate alt, als Roswitha verschwand. Durch eine Verwechslung erfuhr sie, dass sie eine Schwester hat. Das war damals durch den Direktor aus der Nikolaischule. Er hat gerufen, immer Roswitha.
Und da habe ich dann die Mutti mal gefragt, wer das ist. Und da hat sie gesagt, dass es meine Schwester war. Und dadurch habe ich das erfahren, dass ich noch eine Schwester hatte. Eine Woche ist Roswitha jetzt schon verschwunden. Und den Mann, zu dem sie gegangen ist, weil er ihr Zeitungen schenken wollte, den hat die Polizei immer noch nicht entdeckt. Hat dieser Mann der Elfjährigen etwas angetan? Hält er sie gefangen? Will er Lösegeld erpressen? Oder ist alles noch viel schlimmer? Wo ist Roswitha? Und welches Geheimnis verbirgt der alte Görlitzer Nikolaifriedhof? Die Gräber hier stammen überwiegend aus dem 14. bis 16. Jahrhundert. Leichen werden hier schon lange nicht mehr bestattet. Der Friedhof ist quasi außer Betrieb. Doch mit seinen maroden Grüften und eingefallenen Grabstätten auch ein idealer Ort, jemanden zu verstecken oder verschwinden zu lassen. Das jedenfalls denkt auch die Volkspolizei und macht sich hier mit Pferdenhunden auf die Suche. Da habe ich die Auftrage gekriegt, abzusuchen. Und ganz speziell im Doris-Friedhofsgebiet, weil bekannt war, dass die Kinder dort viel gespielt haben. Wir haben systematisch den Nikolaifriedhof abgesucht, sind in den Grufthäusern gewesen, haben akribisch jede Gruft abgesucht, wo die Platten leicht verschoben waren, bis der Brando plötzlich an einer eingefallenen Gruft anschlug. Die Gruft war aber derart eingefallen, dass man nicht reinkriechen konnte. Also es wäre lebensgefährlich gewesen. Und trotzdem schlug der Hund laufend an. Also mir hat er angezeigt, dass dort was nicht in Ordnung ist. Der Kriminaltechniker findet heraus, dass die Gruft direkt an die Friedhofsmauer grenzt. Und dahinter steht das Haus Obersteinweg 16, später eine Ruine, aber damals bewohnt. Obersteinweg. Dort hatte doch eine Zeugin Roswitha zuletzt gesehen. Ist das die Spur, die zu dem Mädchen führt? 10 Tage ist die Elfjährige nun schon verschwunden. Peter Hippe glaubt fest daran, eine heiße Spur gefunden zu haben. Die Dresdner Mordkommission ist eingeschaltet und will noch einmal den Friedhof absuchen, diesmal mit Leichenhunden. Bei der zweiten Suche war ich im Hintergrund dabei. Der Hund ist, je näher wir dieser Gruft kamen, ist er dann auch direkt hin und hat auch die Gruft angebellt. Also die Gruft konnte man nicht mehr betreten, darum konnten wir sie nur ausleuchten, den Erdboden, die Seitenwände. Der Hund hat zwar gebellt, meiner genauso wie die beiden Leichenhunde, aber in der Gruft lag sie nicht. Was die Ermittler nicht wissen, sie werden die ganze Zeit beobachtet. Ist der Täter, wie so oft, an den Ort seines Verbrechens zurückgekehrt? Oder lebt er hier ganz in der Nähe und versucht bereits, die Spuren seiner Tat zu verwischen? Essig. Überall Essig. Zwei Wochen ist das Mädchen wie vom Erdboden verschwunden. Dass hier ein Mord geschehen ist, für die Menschen in Görlitz ist das die einzige plausible Erklärung. Eltern lassen ihre Kinder jetzt nicht mehr allein auf die Straße. Endlich zeigt die Öffentlichkeitsfahndung Wirkung. Edith Rieck aus dem Obersteinweg meldet sich auf dem Volkspolizeikreisamt. Sie erinnert sich, dass sie am Morgen nach Roswithas Verschwinden den Nachbarn Kuno P. mit einem großen Koffer die Treppe zum Friedhof hinaufsteigen sah. Heute treffen wir Edith Rieck und ihre Tochter.
50 Jahre nach Roswithas Verschwinden erinnert sie sich noch genau an das mulmige Gefühl, dass irgendwas mit diesem Konopé nicht stimmte. Ja, dass er von seiner Wohnung, also hier durch den Hof, hochging und immer so einen schweren Koffer getragen hat. Und immer früh, wenn so niemand, ist ja dann ruhig gewesen hier oben, ne, war. Und das kam mir komisch vor. Und immer wieder und immer wieder. Und ich dachte, mein Gott, wenn der das Mädel wirklich hat und hat die umgebracht und zerstückelt die. Und jedes Mal, was entsorgte, dann haben wir das ihm gesagt. Und da sind wir wieder, haben sie gesagt, gut, wenn was ist, wir melden uns. Danach nehmen die Ermittler das Haus im Obersteinweg 16 gründlich ins Visier. Und über den Mann mit dem Koffer, Kuno P., der am Erdgeschoss wohnt, versuchen sie so viel wie möglich herauszufinden. Man hat rundum um den späteren Täter ermittelt. Er war bekannt als Alkoholiker und er hat vor allen Dingen auch einige Zeit auf dem Friedhof gearbeitet. Er wusste also, dass die Gruft zugeschüttet werden sollte, weil die einbruchsgefährdet war. Und die Gruft und die Küche von Kuno P.'s Wohnung stehen Mauer an Mauer. Merkwürdig. Sehr merkwürdig finden auch die Nachbarn das Verhalten des ehemaligen Friedhofsarbeiters. Kuno P. soll Besuch von Homosexuellen haben. Geregelte Arbeit kennt er nicht. Und er hat eine haarsträubende Fantasie. Es heißt, dass er wirre Experimente veranstaltet. Außerdem gilt er als gewalttätig und aggressiv. Und noch mehr. Dieser Kuno ist ein, in meinen Augen, ein ganz fieser Typ gewesen. Rücksichtslos, gemein, brutal. Ich habe gehört von seiner abnormen Lebensweise. Er hat also in der Leichenhalle bei Leichen, die dort zur Bestattung lagen, onaniert. Und in einem Falle hat man Kuno sogar denn dabei erwischt, wie er auf einer Leiche getroffen lag. Dieser Mann könnte der Mörder sein. Das Anschlagen der Leichenhunde an der Gruft, sein Haus an der Friedhofsmauer, die Zeugenaussage der Nachbarin, der Koffer. Das alles macht Kuno P. dringend tatverdächtig. So, los, raus jetzt hier. Hände auf den Rücken. Am Nachmittag des 5. August wird Kuno P. auf das Volkspolizeikreisamt Görlitz gebracht und stundenlang verhört. Die haben sich den Tatverdächtigen erstmal, wenn man so will, vorgeknöpft. Da hieß es immerfort, kein Geständnis, kein Geständnis. Und da war der Moment gekommen, wo man gesagt hat, Oberleutnant Lehmann, an den Tatort. Diese Wohnung sah aus, ein einziges Chaos, ein Saustall, ein Gestank dort drinne. Die Liege, die dort drinne war, die war schmutzig und schmierig und dort sind auch Kotreste zu erkennen gewesen. Und jetzt geht das nur erst einmal im Kopf um, was könnte denn eigentlich alles hier passiert sein? Der Kriminaltechniker arbeitet sich vor bis zur Küche. Den Geruch von Verwesung durchmischt mit Essigsäure kann er kaum ertragen. Als Quelle des Gestanks entdeckt er eine Küchenanrichte, grob zusammengezimmert. Unter der Kante von der Kommode konnte man sehen, dass dort irgendwie Bretter rausgenommen worden sind oder lose draufgelegt wurden. Also das war ein bisschen unklar, was man dort sehen konnte. Ich habe die Bretter zur Seite genommen.
Das Erste, was ich sehen konnte, war der Leichnam von dem 11-jährigen Mädchen. Es ist dann der Leichnam des Mädchens aus dem Loch geborgen worden, die Beine am Körper anliegend und mit Strick umwickelt, die Arme am Körper anliegend und mit Strick umwickelt. Also ein so ein kleines Bündel. Ich mache die Augen zu und sehe das Bild vor mir. Ich werde das nie vergessen. Der Fund der toten Roswitha unter den Küchendielen macht die Beamten wütend. Was für ein Teufel muss das sein, der ein Kind so um sein Leben bringt und das Mädchen noch dazu im eigenen Haus verschaut. Es ist der Beginn derart langwieriger Vernehmungen, wie sie die Görlitzer Kriminalisten bis dahin nur sehr selten erlebt haben. Der Verhörspezialist schafft es dennoch, Kuno P. zum Sprechen zu bringen. Und der Mörder offenbart ihm schon kurz darauf schreckliche Details. So, Kuno, seit wann und woher kennst du denn das Mädchen? Sie kam das erste Mal am 19.07. so gegen 16 Uhr zu mir. Sie fragte, ob ich noch Altpapier hätte. Ich habe gesagt, ich muss erst mal nachschauen. Sie soll am nächsten Tag noch mal kommen. Herein. Und dann? Was geschah dann? Zitterst du denn so? Das Mädchen hat geschrien. Da habe ich ihr mit der linken Hand den Hals zugedrückt. Sie haben sie erwürgt, um ihre Unzuchtshandlung zu vertuschen. Für die Görlitzer Kriminalpolizei ist der Fall jetzt klar. Kuno P. hat die 11-jährige Schülerin vergewaltigt und umgebracht. Kuno P. kommt in Görlitz in Untersuchungshaft. Dort verfasst er ein Geständnis. Er bereut und will dafür büßen. Ich bekenne mich schuldig und bin bereit, die zu erwartende Strafe auf mich zu nehmen. Er erwartet nun die Todesstrafe, die es damals in der DDR noch gibt. Kaltblütig schildert Kuno P. seinen Vernehmern, wie er Roswithas Leiche unter dem Küchenboden verscharrte. Doch wie es kam, dass er das Mädchen erwürgte, das weiß er angeblich nicht mehr. Kommen wir noch mal zurück, als das Mädchen zu Ihnen ins Zimmer kam. Was geschah dann weiter? Ich weiß nur noch, dass ich die Zeitungen von der Kommode holte. Sie müssen sich doch erinnern können, was Sie mit dem Mädchen gemacht haben. Was ist passiert? Haben Sie das Mädchen angefasst? Das weiß ich nicht mehr. Daran kann ich mich nicht erinnern. Ich kaufe Ihnen das nicht ab. Ich kaufe Ihnen das nicht ab. Ich will von Ihnen genau wissen. Auf der einen Seite sagt er, hatte einen Blackout. Er wusste nimmer. Dann sagt er wieder, das Mädel hat ihm gesagt, irgendwie, Onkel, warum zitterst du so? Das hat man ihm ja in der Vernehmung auch vorgehalten. Am 17. August 1965, gut zwei Wochen nach Kuno P.'s Verhaftung, inspiziert Peter Hippe noch einmal die Gruft und den Tatort. Es ist der gleiche Weg, den er heute, 50 Jahre nach der Tat, noch einmal geht. Das ist die Gruft, wo der Hund angeschlagen hat. Man sieht an der linken Seite von der Gruft an der Friedhofsmauer angebracht aus Stein ein sogenanntes Ritterbild.
Und das ist der einzige Punkt, wo man sich heute noch orientieren kann. Vom Friedhof geht es weiter zum Tatort, dem Haus von Kuno P. Das Mörderhaus, wie es die Görlitzer nennen, ist heute abgerissen. Wir treffen den Eigentümer des Grundstücks. Das ist der Eigentümer hier. Ja. Ich will mal zeigen, wo das Haus eigentlich stand. Ah, ja. Das praktisch, es ging hier in dieser Ecke los, bis an die Ende, ans Ende vom Grundstück. Ja. Und das war praktisch die Rückwand. Als ich 85 das Grundstück gekauft habe, da war das eine Ruine. Hier müsste der Eingang gewesen sein. Ja. So vom, in der Mitte des Hauses. Das heißt, hier, wo wir stehen, sind wir quasi schon in der Wohnung vom Täter. Ja, genau. Im Wohnzimmer. Ne? Im Wohnzimmer. Im Wohnzimmer. Ja. Und an das Wohnzimmer grenzt da an eine schmale Küche. Das wäre jetzt hier drüben. Und das ist ja in Ihrer Zeichnung dieses kleine Fenster. Das ist ein Belüftungsfenster in der Gruft. Was heute hinter dichtem Efeu verborgen ist, kam durch den Abriss wieder ans Licht. So, dann sind hier die Gitter drin und das ist dann... Das Belüftungsfenster, eingelassen in die Friedhofsmauer, stellt eine Verbindung von der Küche im Hinterhaus des Kuno P. zu den Grüften auf der anderen Seite der Mauer her. In seinem Tatortbericht vom August 65 stellt Peter Hippe Folgendes fest. Die Kindesleiche lag demnach in gleicher Höhe mit dem Entlüftungsfenster und wurde nur von ca. 30 cm starkem Mauerwerk von diesem getrennt. Aus den Lichtbildern ist ersichtlich, dass die Hunde durch die bestehenden Löcher zwischen den eingefallenen und der angrenzenden Gruft den Leichengeruch wahrnehmen konnten. Vor diesem Fenster lag die tote Roswitha wochenlang. Ortswechsel. Dirk Labudde ist Professor für allgemeine und digitale Forensik an der Hochschule Mittweida. Der Fall Roswitha interessiert ihn. Denn mit Peter Hippes Tatortbericht kann er selbst 50 Jahre später den Fundort von Roswithas Leiche originalgetreu rekonstruieren. Also wenn wir über den Begriff Tatortrekonstruktion reden, also was haben wir eigentlich für Informationen über diesen Tatort? Weiß ich, irgendwelche Skizzen, Aufrisse, Fotografien und so weiter. Und mit Hilfe dieser Aufrisse, also mit Hilfe der Geometrie, ja, wird eigentlich nachher der gesamte Tatort rekonstruiert, und zwar dann als 3D-Modell. Labudes Team ist es gelungen, das abgerissene Haus im Obersteinweg wieder zum Leben zu erwecken. Mit der Tatortrekonstruktion in 3D wird noch einmal klar, wie nah letztlich Roswitha an den eingefallenen Grüften lag und dass die Hunde damals den richtigen Riecher hatten. Und wenn man jetzt das gesamte 3D-Gebilde oder die Szene sich anguckt und jetzt von der Seite des Friedhofs raufgeht, denn die eingestürzte Gruft, ja, dann die Lüftungsschächte zur zweiten Gruft und dann hin zu dieser Grube, wo sie lag, dann hat man auch sozusagen den Weg des Hundes, könnte man denn genauso verfolgen. Noch einmal zurück ins Jahr 1965. Kuno P. ist inzwischen in Untersuchungshaft nach Dresden verlegt worden. Er gibt der Morduntersuchungskommission Rätsel auf. In Wahnzuständen spricht er von seiner angeblichen Zeit in der Fremdenlegion. Er will sogar in Afrika gekämpft haben. Insgesamt bin ich dreimal in die Legion in Afrika einberufen worden. Männer, Frauen und Kinder habe ich erschossen. Allesamt ratzepatz. Bei meiner Arbeit auf dem Friedhof hatte ich Geschlechtsverkehr mit weiblichen Leichen. Die Mordkommission in Dresden will die Akte Roswitha jetzt so schnell wie möglich schließen. Für die Kriminalisten liegt der Fall klar. Kuno P. hat Roswitha vorsätzlich zur Verdeckung eines Sexualdelikts durch Erwürgen getötet. Doch dann ändert sich die Situation plötzlich. Also es gibt eine ganz wichtige Zeugin, bei der er längere Zeit gewesen ist. Und die hat natürlich eine große Rolle gespielt, weil sie erstens mal etwas kundig war. Sie war selbst Krankenschwester und die dann auch eben veranlasst hat, dass er psychiatrisch aufgenommen worden ist in Rodewisch. Damals war Kuno P. noch Lehrling an der Bergarbeiterschule gewesen und wohnte bei Ilse U.
Wie einen eigenen Sohn behandelte sie ihn. Erst als Kuno P. häufig gewalttätig wurde, wurde ihr klar, dass er ernsthaft psychisch krank sein muss, und ließ ihn in die Psychiatrie einliefern. Er hat sie gewürgt. Vor allen Dingen, wenn er unter Stress gestanden hat, sind dann solche Zustände ja aufgetreten. Und dann ist er auch teilweise eben tätlich geworden und hat Würgehandlungen vorgenommen, auch an dieser Zeugin. War Kuno P. wirklich psychisch krank? Hallo? Ich weiß, dass ihr mich hört. Die Staatsanwaltschaft Dresden beantragt Kunos psychiatrische Untersuchung und bestellt den renommierten Nervenarzt Erich Lange als Gutachter. Langes engster Mitarbeiter war viele Jahre lang Professor Werner Felber. Neben einigen speziellen Interessen in der Psychiatrie war die forensische Psychiatrie ein großes Gebiet für ihn. Und letztlich kann man ja sagen, dass seine Explorationstechnik zu einer Wandlung der gesamten Einschätzung des Falles geführt hat. Lange diagnostiziert bei Kuno P. gleich mehrere schwere seelische Erkrankungen. Unter anderem wurde er schon als Junge von Männern und Frauen missbraucht. Wo er schon mit 12 Jahren erkauften Sex hatte. Das Dritte sind dann diese Verhaltensweisen, dass er episodische Zustände von Abschalten, Erinnerungslücken, schweren Verhaltensänderungen mit Pseudohalluzinationen hat. Und als Viertes, dass letztlich hirnorganisch auch eine Auffälligkeit rauskam. Im Juli 66 kommt es zur Verhandlung vor dem Bezirksgericht Dresden. Das psychiatrische Gutachten zeigt bei den Richtern Wirkung. Nicht mehr die Anklage wegen vorsätzlichen Mordes steht im Raum, sondern Schuldminderung. Deswegen hat Professor Lange das ja auch so dargestellt, wenn das Gericht den ersten Einlassungen folgt, dass er eben diese sexuellen Manipulationen vorgenommen hat an dem Kind, trifft zumindest die mindere Schuldfähigkeit zu. Wenn es aber dem folgt, dass während dieser Tathandlung ein solcher krankhafter Zustand abgelaufen sei, weshalb Erinnerungslücken bestehen oder so etwas, dann wäre es sogar 51-2 gewesen, Paragraph 51-2. Das heißt, er wird letztlich freigesprochen. Nach 3 Verhandlungstagen wird Kuno P. von der Anklage des Mordes an Roswitha wegen Unzurechnungsfähigkeit tatsächlich freigesprochen und zu lebenslanger Unterbringung in einer Heil- und Pflegeanstalt verurteilt. Für Roswithas Eltern ist das Urteil wie ein zweiter Stoß ins Herz. Fortan wird in der Familie die große Tochter totgeschwiegen. Also die Mutti hat ja nie darüber gesprochen. Ihr fiel das sehr schwer, über meine Schwester zu erzählen überhaupt. Und der Vati hat ganz zugemacht. Von ihm habe ich nichts erfahren. Aber ich habe ja ein Bild, was ich gefunden habe, und da gucke ich mir das ein bisschen an. Im April, wenn sie Geburtstag hat. Erst nach der Wende, nach über 25 Jahren, wird Kuno P. aus dem psychiatrischen Haftkrankenhaus Waldheim entlassen. Nach Görlitz kehrt er nie mehr zurück. 6 Monate nach seiner Entlassung stirbt er. Das war die Spur der Täter für diesmal. Ein neuer spannender Fall am nächsten Mittwoch. Ihnen noch einen guten Abend und auf Wiedersehen.